Es ist wieder mal viel passiert. Letzte Woche wurde Europa wieder mal gesandstrahlt, ja, mit Sahara-Sand. Offenbar hatte in Nordafrika wieder mal irgendjemand seinen Laubbläser angeworfen. Wie habt ihr denn hier der Runde den Sahara-Sandsturm erlebt? Ja, also ich fand, das war krass, ne? Überall Staub in der Wohnung. Ich war echt geschockt. Das sah so ein bisschen aus bei mir wie damals in der WG. mit meinem Mitbewohner. Ja, wirklich. Meine Fenster, die waren damals praktisch blind. Ich wusste gar nicht, ob es Sommer oder Winter ist draußen. Aber heute macht das ja zum Glück meine Bekannte. Nee, die kann das super. Also Fenster putzen, schlierenfrei. Ich sag dann immer, sag mal, wie machst du das eigentlich? Nein, sag's mir nicht, es soll dein Geheimnis bleiben. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten. Ich weiß gar nicht, ob Sie es gelesen haben. Das war der Text. Ich bin nicht der Einzige, der wieder im Homeoffice ist. In Hamburg ist ein Häftling eine Woche nach seiner Flucht aus der JVA freiwillig wieder ins Gefängnis zurückgekehrt. Juristische Folgen hat sein Ausbruch nicht, denn es ist erstaunlicherweise keine Straftat. Also heimlich raus darf man, heimlich rein nicht. Das wäre dann Hausfriedensbruch. Ich glaube ja, das ist meine Meinung. Ich glaube, der wollte ausbrechen. Das hat er sich auch echt vorgenommen. Der wollte gar nicht zurück. Hat sich dann Fluchtwagen organisiert, hat dann die Spritpreise gesehen, hat dann hochgerechnet, was er zahlen müsste, bis er da ist, wo er ist. Da hat er gesagt, komm, dann nehme ich mir ein E-Auto, hat das E-Auto geklaut und hat dann gemerkt, dass von 4 Säulen nur eine funktioniert. Da hat er gesagt, komm, ich gehe wieder zurück. Das ist meine Theorie. Ja. Da kann möglich sein, kann ja. Aber auch sein, dass er einfach nach Hause zu seiner Frau gekommen ist und die meinte dann so, ach, wie schön, dass du wieder da bist, da kannst du ja direkt Rasen mähen, Dachboden aufräumen und den Geschirrspüler reparieren. Aber vielleicht begeht er ja auch nur Straftaten, weil seine eigentliche Leidenschaft das Ausbrechen ist, ja? Da könnte er auch einen Beruf draus machen, der Knasttester. Und dann gibt er so Noten, naja, geht da ein bisschen lose, Bettlaken nicht lang genug zum Abseilen, 2 von 5 Sternen. Kann sein, dass es ein Hobby ist. Eine große Schlagzeile war diese Woche auch, Ameisen können Krebs erschnüffeln. Stimmt. Und ich weiß von Paul, dass er wirklich ein großer Biologie-Experte ist. Und ich habe mir sogar ein Zeugnis von deinen Eltern besorgt, Paul. Und da steht, Paul zeigte sich sehr interessiert an den Themen des Sachunterrichts und verfügte über ein außergewöhnliches Wissen im biologischen Bereich. Jetzt bist du dran. Ja, also dass du das ausgegraben, das war in der Tat ein großes Thema, ne? So ein expliziter Hinweis. Meine Mutter, hier, guck mal, was wir für ein schlaues Kind haben. Und mein Vater war schon auf dem Weg in der Schule, weil er dachte, ich hätte was mit der Biolehrerin. Ja? Aber können Ameisen Krebs erschnüffeln? Keine Ahnung. Ne? Und selbst wenn, ich bin Steinbock. Aber jetzt mal im Ernst. Das kommt aus irgendeiner... Nein, das jetzt, der dauert mir jetzt. Das kommt aus irgendeiner experimentellen Studie und dient im Grunde nur als alberne Meldung in so einer albernen Sendung vorgetragen von irgendeinem albernen... Ich pinkel mir gerade selber ans Bein, ne? Nee, Paul, ist alles wie immer. Was? Ja, hör mal. Aber guck mal, alles gut. Ist ja, okay. Guck mal, Ameisen, die Brustkrebs erschnüffeln, kann ja noch ganz kitzlig sein, ja? Ich sag mal, viel Spaß bei der Darmkrebsvorsorge, ja. Ich meine, ich habe schon Hummeln im Hintern, ich brauche nicht auch noch Ameisen. Aber Vorsicht, wenn die Ameisen versuchen, den Patienten wegzutragen, dann ist es schon zu spät für eine Therapie. Weil ich finde ja, wenn er so Tiere einsetzt, finde ja so Tiere, wenn Tiere, es gibt ja immer wieder Tiere, die irgendwas, wenn du Trüffel brauchst, brauchst du ein Schwein oder mittlerweile Hunde oder sie können Trüffel suchen. So. Ich bin ja dafür, dass man Ameisen auch anderweitig einsetzt, vielleicht so als Drogenameise, also so Drogenspürameise. Ja, also nicht als Drogenkurier, da bräuchtest du zu viele für, aber so eine Drogensuchameise am Flughafen. Und da würde sich der BR perfekt für eignen. Nein, BR muss ich sagen, bin großer Freund vom BR. Da haben die vieles richtig gemacht. Auch die Start- und Landebahn, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die ist ja im Sumpf gebaut worden. Die haben sie ja in den Sumpf gebaut. Ja, mit Warum? In einem Sumpf. Okay. Jetzt kackt die so ein bisschen ab.
Die suchen so ein bisschen. Ja, ja, die haben so ein bisschen, man hatte ihnen das gesagt, sie sagen, es wäre kein Baumangel. Das finde ich auch mal so geil, dass so Leute einfach behaupten, es ist kein Mangel. Man ist einfach, das ist einfach nur ein bisschen schief. Und jetzt habe ich es gerafft. Die Berliner, die den Flughafen geplant haben, die waren einfach nur wahnsinnig vorausschauend. In 5 bis 6 Jahren ist ja die Raumfahrt ein ganz großes Thema. Denn derzeit ist die Start- und Landebahn in Berlin so dermaßen abgekackt, wir sind der erste Flughafen mit einer Rampe. Für die, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben, ja, auch mich hat es erwischt, deshalb arbeite ich heute Abend von zu Hause aus. Bei uns, ja, geht das. Bei der deutschen Nationalmannschaft wäre es schwierig, wenn morgen beim Länderspiel statt Manuel Neuer ein iPad im Tor steht. Und morgen entscheidet sich auch, und jetzt Achtung, jetzt kommt für mich das Wortspiel des Abends, morgen entscheidet sich auch, wer in den nächsten 4 Jahren im Saarland als Kapitän im Tor steht. Ja, denn lange dran gearbeitet. Wirklich. Wahnsinn. Die ganze Woche nur an diesem Gag gedrechselt. Ja, man muss sagen, Landtagswahlen im Saarland, ne, viele wussten gar nicht, dass es da Landtagswahlen gibt. Lohnt sich das? Ne, viele fragen sich auch, Moment, warte mal, Saarland, wo war das nochmal? Sollte man sich für ein Land interessieren, das so groß ist wie das Saarland? Ein Land, das man geografisch im Grunde genommen mit links und fast ganz unten beschreiben kann. Ne, also letztlich genau wie Oskar Lafontaine, das ist der prominenteste linke Saarländer, nach Erich Honecker. Das Saarland ist so arm, dass sich der Ministerpräsident dort noch nicht mal einen richtigen Nachnamen leisten kann. Stattdessen hat er 2 Vornamen. Wirklich wahr. Tobias Hans, für die, die ihn nicht kennen. Und der hat jetzt wegen Corona und weil er in der Corona-Zeit zu Hause bleiben musste, einen Bildschirm auf Rädern für sich in den Wahlkampf geschickt. Ja, so sieht das aus. Den Robi-Tobi. Ja, dein Ernst. Wirklich wahr. Wo gibt's denn sowas, dass ein führender Mitarbeiter nur auf dem Bildschirm erscheint, Herr Kollege Kanz? Wo gibt's denn sowas? Der Unfallchef. Ich kann das nicht nachvollziehen. Dieser Kanz, Hans. Sehr gut. Eine weitere gute Nachricht kommt aus Frankreich. Jennifer Aniston und ihr Ex Brad Pitt scheinen Frühlingsgefühle füreinander entwickelt zu haben und turteln seit Wochen jetzt gemeinsam in der französischen Hauptstadt in Paris. Ich habe mich nur gefragt, wenn man mit seiner Verflossenen ins Bett geht, reitet man da nicht auf seiner Vergangenheit rum? Ja, kann man. Was mich ein bisschen beunruhigt hat, war, dass sie jetzt Kunstkurse gemeinsam besuchen. Das macht mir so ein bisschen Angst. Das kenne ich nämlich aus meinem Freundeskreis. Das ist ja, wenn die so frisch verliebt sind, werden die da ganz komisch. Mein bester Freund, der hat das Spazierengehen damals für sich entdeckt. Das war auch so ein geiler Satz. Ja, er hätte keine Zeit, er hätte das Spazierengehen für dich entdeckt. Wo ich mir auch immer die Frage gestellt habe, wer hat es verloren und warum hat er es entdeckt? Und sind wir Männer glücklich, dass er es entdeckt hat? Ja? Und jetzt geht er jeden Samstag auf den Markt mit seiner neuen, tollen Freundin und dann kaufen die gemeinsam ein Mangold. Dann machen die so Mangoldsüpfchen, machen sie gemeinsam. Ganz leckeres Essen, weil sie ist so eine Ernährungspäpstin. Ganz, ganz wichtig ist gesunde Ernährung, Detox, Anti-Aging, Healthy Food. Und dann wird gerne mal Chia-Samen gegessen. Er ist, schwört, überall ist Chia drin. Chia-Joghurt, Chia-Chips, Chia-Toast. Chia sind Samen, ganz gesund. Mhm. Ganz gesunde Samen. Chia-Samen sind so gesund. Wisst ihr, woher die kommen? Von den Azteken. Chia-Samen, kein Scherz, kann man nachlesen, kommen von den Azteken. Alle tot. Gibt keine Azteken mehr. So gesund war das. Vor Glück haben sie sich erschossen. Weil es nicht geschmeckt hat. Weil es einfach scheiße schmeckt. Weil es einfach scheiße schmeckt. Also mein Thema der Woche ist, Elton John wird 75. Was oh, happy birthday. Oder? Deine Jugend? Deine Jugend? Mir war der immer so ein bisschen suspekt, weißt du? Immer so schrille Hemden an, dicke Hornbrillen, schlecht sitzende Anzüge. Komischer Typ. Ah, komm. Hier, Elton John. So, meine Jugend, ne? Was, erste Knutschereien. Ganz wichtiges Thema war für uns damals, war es das Küssen, ja? Viele von uns hatten ja auch eine feste Zahnspange. Und besonders interessant war es dann, wenn sich 2 geküsst haben, die beide eine feste Zahnspange hatten, wo wir alle daneben standen und dachten, boah, können die lang. Ne? Ja, nee, die hingen fest. So. Und nach dem Küssen haben wir Mädchen, die Jungs dann auch in Kusstypen eingeteilt. Ich hatte wirklich so einen paar Katalog, wo ich aufgeschrieben habe, da stand dann zum Beispiel drin, hier, Markus, toter Fisch. Ja?
Kennt ihr den? Das ist so ein, es gab auch den Klopömpel. Wir hatten einen, der küsste wie ein Klo. Kennt ihr diese roten Gummidinger? Wo so ja. Es gibt Jungen, die küssen genauso. Wenn du da vorher was gegessen hast, egal wann, das ist weg. Das ist komplett wieder rausgesaugt. Ja? Das ist für jede Diät super. Am geilsten ist aber eigentlich der Leguan. Der Leguan, der drückt erstmal 5 Minuten nur seine Lippen auf deinen Mund so. Und passiert nichts, ja? Und du denkst noch, ja, okay, ist vielleicht ein Filmkuss. Aber dann auf einmal passiert, plötzlich schießt die Zunge so raus, so bam, hinten ganz in deinen Hals rein. Und wo du denkst, was ist los? Habe ich eine Fliege auf dem Zäpfchen? Was ist das Problem? Ja? Am Ende ist das wie bei den Eindecks. Nur, dass der nicht seinen Schwanz verliert, sondern die Zunge. Und zwar in dir. Übrigens, hier oben könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Wenn ihr diese Folge nochmal sehen wollt auf RTL Plus, einfach hier klicken. Und für weitere Videos einfach hier oben klicken. Ganz einfach.